Vor der Bearbeitung eines Werkstücks müssen die Bezugskanten gefunden und das Messsystem der Maschine ausgerichtet werden. Mit dem Heimer 3D-Taster geht das ganz schnell, wie der Vergleich mit einem gängigen Anfahrtaster mit Leuchtanzeige beweist. Mit beiden Tastern wird die Kante angefahren. Beim Heimer 3D-Taster beginnt die Uhr zu laufen, sobald die Kugel die Kante berührt. Wenn die Uhr auf 0 steht, liegt die Spindelachse genau an der Kante an. Der Kugelradius wird vom Gerät kompensiert. Das Messsystem für die entsprechende Achse wird genullt, fertig. Beim Anfahrtaster muss mehrmals vor- und zurückgefahren werden, bis die richtige Position gefunden ist. Die Spindelachse ist um den Kugelradius von der Kante entfernt. Zunächst muss die Kugel vermessen werden. Jetzt kann das Messsystem abgeglichen werden, nicht auf 0, sondern auf den Radius der Kugel, in diesem Fall 5 mm. Zur Kontrolle wird die Spindel an die Kante gefahren. Das Messsystem müsste jetzt in der X-Achse 0 anzeigen. Es zeigt aber minus 10 mm an, da die Messrichtung der Achse nicht berücksichtigt wurde. Der richtige Eingabewert wäre plus 5 mm und nicht minus 5 mm gewesen. Der 3D-Taster von Heimer kann auf allen Maschinen eingesetzt werden. Bei manuellen Maschinen wird von Hand angefahren und der Skalenring an der Handkurbel auf 0 gestellt. Hier wird auf einem Bearbeitungszentrum die Ausrichtung der Spannvorrichtung geprüft. Der 3D-Taster wird in Z-Richtung an die Vorrichtung angelegt, auf das Maß minus 1,9 mm. Dann wird in X-Richtung verfahren. Die Messuhr zeigt die Abweichung zwischen Achse und Vorrichtung an. Die Ausrichtung der Vorrichtung wird korrigiert. Bei der Kontrolle zeigt die Messuhr keinen Ausschlag. Die Vorrichtung ist jetzt parallel zur X-Achse ausgerichtet. Die Ziffern des 3D-Tasters digital sind auch aus größerer Entfernung gut lesbar. Der gleiche Ablauf, Anfahren in Z-Richtung auf minus 1,9 mm. Entlanggleiten an der Vorrichtung in X-Richtung. Ausrichtung der Vorrichtung korrigieren. Kontrollmessung. Das waren nur einige Verwendungsmöglichkeiten des 3D-Tasters. Außerdem können Sie das Werkstück vermessen. Die Länge des Teils in X-Richtung beträgt 100,195 mm. Für Messungen an schwer zugänglichen Stellen gibt es den langen Tasteinsatz. Jetzt können Sie eine Höhenmessung in Z-Richtung durchführen. Der Absatz hat eine Höhe von 72,3 mm. Prüfen Sie, ob die Oberfläche gerade ist. Oder vermessen Sie Bohrungen und Wellen und finden die Mittelachse. Den 3D-Taster gibt es in den Varianten Universal-Taster, Digital,
3D-Taster New Generation. Zero Master Analog. Und Zero Master Digital.